Hallo, hier bei Carlos Lego und als siebtes Modell für die Lego Minecraft Crafting Box, eines der ersten Lego Minecraft Sets überhaupt in Minifigurengröße, habe ich dieses Modell mit dem kleinen Turm hier. Und dieses Modul kennen wir bereits, das hatten wir beim Pilzland verbaut, deswegen stelle ich die Kamera jetzt wieder so hin, dass es für mich bequem zu filmen geht, eben weil man das Ganze ja schon kennt. So, den Baum kennen wir auch vom ersten Modell, eigentlich kennen wir alle Module bereits, außer diese T-artigen Stützen. Dieses Teil kennen wir auch schon, aber wir haben hier wieder was Schönes kreiert. Das Beet hier kennen wir auch. Macht aber nichts. Macht sich schön hier mit dem Wasser daneben. Hier haben wir wieder dieses kleine Verlies. Da habe ich mal das Skelett reingesteckt. Ich dachte, hier bietet sich das mal so schön an mit den Figuren. Unser Steve steht auf seinem Ausguck und schaut darunter. Hier in der Mitte haben wir so eine kleine Möglichkeit, was zu lagern. Da haben wir zum Beispiel einen Ofen und TNT, einen Block. Hier an der Seite haben wir Fackeln. Wir haben eigentlich überall Fackeln hier verteilt. Das sieht aus wie so ein Control Tower vom Airport. Ist das beleuchtet? Und wir haben hier an der Seite ein bisschen Redstone, also hier unten rechts. Das finde ich cool. Und das kann man zwar nicht so leicht ernten, aber man kann es ernten bzw. abbauen. Dann haben wir hier halt den Turm. In der Lava steht der. Also es ist wahrscheinlich so eine Art Höhlensektion. Und hier drüben fließt auch die Lava runter. Und ich randaliere hier pausenlos. Hier fließt die Lava runter. Dieses Lavateil hatten wir auch schon, ich glaube, beim dritten Modell, wo das so in der Luft hing. Hier ist es jetzt vom Haus ausgehend. Das ergibt für mich vollkommen Sinn, abgesehen davon, dass das hier mittig platziert ist, was in Minecraft wieder nicht geht. Hier sehen wir das Ganze noch von hinten. Hier auch wieder die Zäune, sieht man hier, wie es verbaut wurde. So, machen wir wieder fest. Und das funktioniert tatsächlich so nicht. Das ist ein bisschen, ja. Irgendwas ist immer, sagt so ein Sprichwort. Und das stimmt auch. Aber ich finde es trotzdem schön, das Modell. Es hat was. Schade, dass es das vorletzte schon ist. Ich würde gerne noch mehr zeigen, aber es gibt leider nur 8. Deswegen kommt in Zukunft nur noch ein Video dazu. Also das letzte dann. Es gibt zwar Inspiration in der Anleitung, für einen selber geht's weiter, aber von Videos her ist dann Schluss. Das ist eigentlich das Set, wozu ich die meisten Review-Videos gemacht habe, also ohne Aufbau. Bis jetzt schon. Das ist schon das 8. Review-Video, was ich aufnehme, weil ich hatte ja schon, wer es nicht gesehen hat, ein Video, wo man die Einzelteile sieht, also wo ich die Einzelteile reviewed habe und die ganzen Figuren und so weiter und Ausrüstungsgegenstände. Da habe ich das mal einzeln unter die Lupe genommen. Und ja, dann haben wir morgen oder demnächst das 9. Video, je nachdem, wie ich es hochlade. Bis dahin dranbleiben auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen hier bei Carlos Lego und tschüss.